das geil aus. Meine Fresse. Ich zeig's euch jetzt einfach mal. Ja, hallo und herzlich willkommen in einem neuen Video. Und es ist jetzt endlich soweit. Ihr seht das letzte Mal dieses Fahrzeug mit den LCI-Design-Rückleuchten. Ich habe schon in vielen Videos es angekündigt, dass wir uns die GTS-Lights-Rückleuchten holen. Da unten, da. Da sind sie jetzt auch. Und wir bauen die jetzt hier ein. Ich habe mich jetzt wieder auf einen Sonntag relativ früh hier auf dem Parkplatz hingestellt, um das umzubauen, weil wir momentan einfach ja viel zu heiße Temperaturen haben. Aber ich möchte es jetzt noch einbauen. Es hat sich auch schon einer gemeldet, der die Rückleuchten haben möchte. Ich werde auch jetzt noch mal darauf hinweisen, wenn jemand die Rückleuchten haben möchte, bitte per Instagram sich bei mir melden. Link habt ihr alles in den Kommentarfunktionen drin, beziehungsweise in der Videobeschreibung. Nichtsdestotrotz werde ich jetzt erst denjenigen noch mal anschreiben, der sich schon im letzten Video nämlich darauf gemeldet hat, auf die Rückleuchten, dass er die haben kann. Aber vielleicht ist er abgesprungen, hat keine Lust mehr und so weiter. Dann habt ihr jetzt auch die Möglichkeit, diese Rückleuchten zu erwärmen. Das sind diese LCI-Lights mit diesen sequentiellen Blinker, kosten Quanta jetzt 250 Euro, dann kommt noch Versand dazu, dann kriegt ihr die. Wichtig ist, die haben keine E-Prüfnummer, beziehungsweise sind halt einfach nicht zugelassen, muss ich ehrlicherweise sagen. Sind aber exakt dieselben wie von Depo, das heißt, die ihr von Depo jetzt alle bekommt, sind eigentlich die gleichen, bloß dass die geprüft wurden und das E-Prüfzeichen haben. Aber für die, die 100% legal wollen und denen das zu heikel ist, sage ich hier nochmal, die haben keine E-Prüfzeichen, obwohl es exakt derselbe Rückstrahler ist. Gut, ich habe hier einen kleinen Fuß mitgenommen, hier sowas hier, ja. Kleinen Standfuß, da werde ich die Kamera gleich rauf positionieren, dann werde ich euch mal aufs Auto richten und dann fange ich an, da ein bisschen was auseinander zu bauen, euch zu sagen, was ich wie mache, wie das funktioniert und dann bauen wir die neuen ein und hoffen, dass alles funktioniert. Let's go! Also wir fangen an, Kofferraumdeckel auf, ja. Dann habt ihr hier an der Seite, wie auch hier an der Seite, so eine schwarzen Kappen, dort sind so kleine Stifte drin, zeige ich euch schnell. Geht ihr so ein bisschen dazwischen. Am besten ist auch, wenn ihr so eine Gabel habt, dann könnt ihr hier so dazwischen gehen. Vorsichtig, die brechen auch gerne ab, die sind halt wirklich sehr dünn. So sehen die ganzen dann aus. Ja, dann könnt ihr das Ganze nach oben abnehmen. Haben wir hier eigentlich schon soweit alles ab, weil hier sind jetzt nur noch zwei 10er Schrauben, dann können die raus. Wir fangen jetzt an, hier die Kofferraumverkleidung abzumachen. Ah, hier ist es noch drin, das eine. Gut, hier ist noch eins dran, dann kann ich euch das zeigen. So ist es quasi da drüben dann eingehakt und dann löst ihr das einfach nur so, macht es auf und dann geht's ab. So, dann fangen wir an jetzt oben zu lösen. Dafür einfach einen Kreuzschraubenzieher, wie gesagt, es sind nur so eine ganz leichten Clips. Ich drehe nur ganz wenig und viel mit den Fingern machen und dabei rausziehen. So sehen die ganzen nämlich aus. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Da sind halt wirklich nur so eine Spreiznieten mit so einem ganz feinen Plastikgewinde. Nichts Tolles. So, jetzt haben wir die ganzen Spreiznieten hier rausgemacht, war sehr fummelig, müsst ihr mal gucken. Bei mir jedenfalls war das so. Jetzt haben wir noch zwei größere Schrauben drin, diese mit einem Torx 20 zu lösen. War das auch erledigt. Für die Leute, die jetzt das US-Modell haben, die müssen jetzt hier noch das Ganze lösen. Das ist auch relativ easy. Hier ist das Kabel so eingeklemmt, ob man das sehen kann. Und ihr drückt quasi einfach nur das beiseite. So, nun könnt ihr das Ganze von hier unten einfach so wegklappen. Dann hakt ihr das hier aus und dann könnt ihr das beiseite legen. Nun geht's los mit der Verkabelung. Ihr seht, das ist alles sehr wirr. Wir müssen uns erstmal hier alles so ein bisschen wieder rausziehen, damit wir genug Platz haben. Ja. Zack. So, jetzt haben wir das hier alles draußen. Das ist die Schraube, die ihr lösen müsst, damit ihr die Verrastung rauskriegt, damit ihr das Rücklicht rausbekommt. Dann seht ihr schon, dass hier das eine Kabel runtergeht. Hier, hier. Dafür müsst ihr den Gummi hier lösen. Dann kommt ihr hier hinter auch besser ran. Und dann die Rückleuchte, zeige ich euch auch gleich. Die Rückleuchte auch raus. Und hier machen wir genau das Gleiche. Da könnt ihr da drin die Kabel sehen. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen, dass ihr euch nicht mit der Feder in die Quere kommt. Und hier dann das Gleiche auch. Donc
dann haben wir auch den hier schon draußen. Die eine Seite schon mal vorinstalliert, noch nicht angeschlossen, um einfach mal zu gucken, wie es so funktioniert. Und sieht das geil aus. Meine Fresse. Ich zeig's euch jetzt einfach mal. Und boah. Die alte LCI und die neue. Er sieht so unglaublich genial aus. Ist der Wahnsinn. Klar, sie sind noch mal ein bisschen dunkler. Ja. Und das Design, Junge, sieht das gut aus. Boah, jetzt heißt es anschließen, andere Seite rein und dann gucken. Ich bin geschwitzt. Es ist zwar bewölkt, aber 30 Grad und die Luftfeuchtigkeit in Deutschland gerade unerträglich. Aber ich habe es jetzt drin. Und ich zeige euch das Ganze jetzt mal und es sieht sehr, sehr, sehr geil aus. So sehen die Rückleuchten jetzt aus. Ja, schönes GTS-Design. Und ich würde sagen, ich zeige euch jetzt schnell, wie wir drin wieder alles zusammenbauen, wie das so alles funktioniert. Und dann machen wir noch einen kleinen Funktionstest und ihr könnt euch das Ganze nochmal angucken. Aber das Auto wirkt deutlich moderner. Erstmal das etwas dunklere Rot steht dem Auto sehr gut in den Farbton. Klar, Farbe wird langfristig so nicht bleiben, aber es sieht sehr, 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 sehr genial aus. Nach langem Kopfgrübeln habe ich jetzt einen Fehler gefunden, weil bei mir war der Fall, dass auf der einen Seite der Rückwärtsgang angegangen ist und die Nebelschluss und auf der anderen Seite genau andersrum. Es lag daran, weil ich bei der Seite damals Kabel umpinnen musste, weil bei meinen LCI-Leuchten die im Gehäuse die Kabel leider falsch eingepinnt haben. Und an dem Original BMW-Gehäuse ist es einfacher umzupinnen. Deswegen derjenige, der meine Rückleuchten kauft, bitte mit mir Kontakt aufnehmen beim Einbau. Ich sage ihm genau, welchen Stecker er wieder umpinnen muss, damit das dann auch die rechte Seite ordentlich funktioniert. Da haben die bei der Herstellung die falsch eingepinnt. Jetzt wieder original umgepinnt. Jetzt geht auch alles so, wie soll. Jetzt können wir weiter den Kladderadatsch zusammenbauen. Ich freue mich. So, als allererstes auch das Schwierigste. Aber auch nur bei den US-Modellen müssen wir das wieder einhängen. Ist eigentlich relativ easy, ja. Hier vorne wird es wieder eingehangen. Und dann wird es hinten nur hochgeschoben. Jetzt ist aber der Clou, da guckt er das Drahtstück raus von unserer Kofferraumnotenregelung, was die Amis haben. Und das ist auch der Punkt, was immer ein bisschen fummelig ist, aber ihr kriegt das hin. Ziehen wir den erstmal gleich hier ein, der nicht blöden geht. So. Das Ganze in umgekehrter Reihenfolge hier zusammengeschraubt. Ich schraube immer erst hier hinten rein, weil dann habe ich ein bisschen mehr Halt in der ganzen Konstruktion hier. Wichtig ist, achtet aber darauf, dass die Löcher ungefähr schon übereinstimmen. Und ihr könnt die Schrauben auch nicht so festziehen, ist Plastik. Also, die Schraube ist aus Metall, aber hinten der Pinüppel, wo es reinschraubt, ist aus Plastik. Gut. Dann gucke ich mir mal meine Spreiznieten an und die besonders ausgenüggelt erscheinen, also der Kreuz da drin, wie zum Beispiel hier, die mache ich dann Positionen wie hier, wo ich dann leicht rankomme, wisst ihr? So. Dann nimmt er diese Teile, ja. Relativ easy, Laschen aufmachen, erst unten reinschieben, dann oben, dann biegt ihr die ein bisschen nach oben und dann kommt die Lasche hier zu. Und dann sind die Schoner auch schon dran. Das gleiche auf der anderen Seite. Dort sind hier unten zwei Nasen. Die sind auch hier unten im Stoßfänger zu sehen. Dort erst reinschieben, oben ranlegen. Und dann einfach mit so einem Spreiznäht befestigen.
Nun haben wir auch schon wieder alles zusammengebaut. Ich würde sagen, ich zeige euch noch kurz einen kleinen Funktionstest von dem ganzen Licht. Ich habe jetzt natürlich schon ein bisschen rumtesten müssen und es sieht geil aus. Einen kleinen Manko haben die Rückleuchtenden doch. Die Laufanimation, wie das Licht angeht, geht immer an, wenn ihr Licht einschaltet. Das heißt, ihr habt eine Lichtautomatik und fahrt durch einen Tunnel, dann geht es nicht sofort an, sondern es fängt immer erst wieder an, so rumzulaufen, geht langsam auf und dann leuchtet es erst. So schön wie die Laufanimation ist, ist wieder so eine Spielerei, finde ich denn da nicht ganz so cool in dieser Situation. Das Problem ist, diese Animation ist auch wieder so mit diesen Widerständen und dem Steuergerät hinterlegt, dass es so hochgehen soll. Man kann es nicht einfach ausschalten, leider. Das ist ja wirklich der einzige Manko, den ich habe. Klar, man sieht es nicht, man fährt dahinter, könnte aber andere vielleicht ein bisschen irritieren. Aber eigentlich denke ich mir auch nicht. Aber optisch sonst ultra, ultra geil. Ja, Freunde, da bin ich nochmal draußen. Habe ich ganz vergessen, die Aufnahmetaste zu drücken. Peinlich, aber kann mal passieren. Und ich habe euch auch gar nicht richtig im Detail die Scheinwerfer gezeigt, beziehungsweise Rückstrahler. Das werde ich gleich jetzt machen. Deswegen jetzt nochmal ein paar Infos zu den Rückleuchten. Also, Nummer 1, ihr kauft die Dinger halt, dann kommen die rüber, ganz wichtig. Die können beim Zoll landen, wie auch die. Und dann bezahlt ihr Einführungssteuer. Das waren bei mir nochmal über 100 Euro, die nochmal on top auf den Preis raufkommen. Nur damit ihr Bescheid wisst, was das nachher kostet. So, dann zeige ich euch die mal. Also, es gibt ja einmal diese Blackline, ne? Ich habe jetzt diese roten geholt, die aber Shadowline sind, also sehr dunkel. Man hat ja auch gesehen, die sind deutlich dunkler. Und wichtig im Detail, also wir haben an der Seite einen Reflektor. Wir haben dieses, sag jetzt mal, GTS-Design, was dem OLED nachkommt. Aber die originalen Leuchten sehen mit diesen Panels nochmal deutlich besser aus. Aber der andere Scheinwerfer kostet auch, glaube ich, pro Stück 2000 Euro oder so. Also, ist klar. Denn haben wir hier das große Bremslicht, den sequentiellen Blinker und hier ist einmal die Nebelschlussleuchte drin oder rückwärts. So ist der Ganze aufgebaut. Euch muss klar sein, es kann immer kleine Marke entstehen. Wie bei mir habe ich hier ein kleines Manko und ich habe irgendwo einen ganz kleinen Kratzer drin. Das kann halt einfach mal passieren bei dem Preis der Rückleuchten. Also sonst aber super gutes Fitment. Ich bin gespannt, wie gut sie dicht bleiben. Das werden wir dann sehen. Und ich würde sagen, ich stelle euch jetzt einmal hier auf, zeige euch folgende Modis. Den besten kann ich euch, oder beziehungsweise das Animierte kann ich euch so am besten mal zeigen, dass ihr nah dran seid. Wenn ihr es nicht schon gesehen habt, ihr schließt auf, dann baut er sich einmal auf, dann läuft er nochmal nach, dann läuft er einmal zurück, dann läuft er nochmal hin, dann pulsiert er zweimal und dann fängt er an, richtig durchzuleuchten. Für meinen Geschmack ein bisschen zu viel. Für mich hätte gereicht, er läuft einmal auf und läuft einmal zurück und dann nimmt er die ganze Leuchtkraft. So hätte mir das gereicht. Ja gut, ich stelle euch jetzt mal dahinter auf und dann könnt ihr euch angucken, wie das andere alles so aussieht. Ja, Freunde, jetzt habt ihr nochmal gesehen, wie das Ganze funktioniert, wie die einzelnen Modis sind. Wenn ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare, ich beantworte euch das. Und das war's zu diesem Video. Und ich hoffe, das Video war für euch so informativ, dass ihr für euch entscheiden könnt, ob ihr euch auch diese Rückleuchten holen wollt oder nicht. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt sie, wie gesagt, in die Kommentare. Ich beantworte sie euch. Und wie gesagt, derjenige, der die LCI-Rückleuchten haben will, die alten davor, soll sich bei mir per Instagram nochmal auf jeden Fall melden, wenn nicht schon der andere aus dem letzten Video sie genommen hat. Gut, Freunde, schönen Abend euch noch und wir sehen uns in einem neuen Video. Bis dann, ciao.